Ich begrüße Gerald Hüther heute im Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie Ich freue sind mich auch, liebe Frau Panse, und hoffe, dass es uns gelingt, da ein paar Dinge gemeinsam klarzustellen oder zumindest den Versuch zu machen, etwas zu klären. Es gibt ja so viel Verwirrung im Augenblick auf der Welt, dass man sich ja nur wünschen kann, dass von hier und da mal ein Impuls kommt, dass genau. man anfängt, was zu verstehen. Deswegen freut mich das sehr, heute Ihr fundiertes Wissen aus der Hirnforschung einmal zu Gehör zu bekommen und Sie zu befragen über das Thema Denke ich selbst oder werde ich gedacht? Ich würde vielleicht ganz gern beginnen mit einer Form von Begriffsklärungen, die ja immer wieder sehr verwirrend sind und möchte Sie gleich eingangs einmal fragen, was denn aus neurobiologischer Sicht überhaupt Gedanken oder das Denken sein soll oder ist. Ich glaube, dass sich die Neurobiologen da in Wirklichkeit auch sehr schwer tun. Was durchaus geht, ist, dass Nervenzellen bestimmte Muster erzeugen, die dann als Muster genutzt werden können, um in Handlungen übersetzt zu werden. Und so geht es auch bei dem Sprechen. Da muss auch ein Muster erzeugt werden und dann kommt das Wort raus. Und auch um eine bestimmte Vorstellung im Hirn sich auszudenken, muss da ein Muster aktiviert werden da oben. Also Nervenzellen müssen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander in eine Beziehung kommen, in einen Austausch kommen. Und dann entsteht als Gesamtbild ein Muster und das kann dann eben sich als Handlung, als Gedanke, als gesprochenes Wort oder als was weiß ich was. Das kann dann dargestellt werden und nach außen transportiert werden, sodass es in der Kommunikation mit anderen auch benutzt werden kann, um das zu gewährleisten, was vielleicht das Wichtigste ist an unserem menschlichen Hirn, nämlich diese Beziehungen zu sichern. Wir sind soziale Wesen und es geht eigentlich ständig um Austausch. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass man ohne andere Menschen auch gar nicht denken kann. Ohne andere kann man auch kein Bewusstsein herausbilden. Da haben wir schon zum nächsten komischen Begriff, den man Genau, klären müsste. genau. Die nächsten Begriffe, die ich nämlich noch klären wollte, die wären Geist, Bewusstsein und die Seele. Jetzt haben Sie Bewusstsein schon angesprochen. Bewusstsein, was ist das aus hirnwissenschaftlicher Sicht? Das ist ganz schwierig. Das ist natürlich sowas wie Awareness, dass ich mir dessen klar bin, dass ich jetzt mir selbst beim Handeln zuschaue. Das ist eine Möglichkeit, das ist auch eine hohe Kunst des Bewusstseins. Und dann gibt es eben vieles, was und das Allermeiste im Hirn läuft völlig unbewusst ab. Also ich sitze ja hier und atme und mache das nicht bewusst. Das heißt, ihr Bewusstsein hat auch etwas mit einer kognitiven Leistung zu tun. Also das Bewusstsein, mir dessen bewusst werden, was ich da gerade tue, geht nur mit dem Kortex, wahrscheinlich mit dem Frontalkortex. Und wenn der nicht da ist, dann habe ich auch kein Bewusstsein mehr. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wenn Menschen keine Möglichkeit haben, sich im anderen zu spiegeln und andere zu finden, mit denen sie in so einen Austausch treten, kann man auch kein Bewusstsein seiner selbst herausbilden, weil man ja gar niemanden hat, der einem sozusagen, man hat kein Gegenüber, an dem man das eigene Ich oder das eigene Bewusstsein überhaupt in Erfahrung bringen kann. So. Und Das deshalb würde könnte bedeuten, es wenn sein, dass jemand. Bewusstsein dann eben auch ein soziales Phänomen ist und dass es das auch nicht gäbe, wenn man keine sozialen Kontakte hätte. Würde das bedeuten, wenn man isoliert aufwächst in einer Höhle, ohne jemals Menschen gesehen zu haben, dann könnte man kein Bewusstsein ausbilden? Also zumindest kein Bewusstsein seiner selbst. Also Hm. man könnte da sicherlich sich was denken, weiß ich aber auch nicht, wie gut das ginge, weil wir brauchen zum Denken ja doch irgendwie auch die Worte. Wenn man in der Höhle alleine aufgewachsen ist, hat man gar keine Sprache. Also kann man dann nur noch in Bildern denken und das ist ein anderes Denken als das, was wir mit Denken bezeichnen. Bildliche Vorstellungen sind was anderes als kognitive Denkakte.
Ich hätte dann wahrscheinlich Gefühle und bildliche Vorstellungen, aber könnte das nicht in Kriegt eine das nicht auf der kognitive kognitiven. Sprachwelt übersetzen. Ja, es ist eigentlich interessant, wenn man so mal ein bisschen weiter runter geht und holt mal die Begriffe von dem hohen Podest herunter, auf das wir sie alle gestellt haben, dann fängt das Ja. auch alles sehr viel einfacher zu werden. Da wäre Und dann vielleicht als ein. Geist ist nun wirklich eine schwierige Nummer. Ich weiß nicht, was Geist ist. Also das wird Ihnen auch kein Neurobiologe sagen können. Und dann gucke ich im Englischen nach und dann sagen die Mind. Was ist denn das nun wieder Mind? Und wenn ich das dann übersetze, dann kommt sowas wie eine Haltung und eine innere Einstellung dabei raus. Aber das ist ja überhaupt nicht das, was wir im Deutschen mit Geist meinen. Oder nur ein bisschen davon. Also schwierig, ist offenbar auch kulturell eingefärbt. Dieser Begriff hat sich kulturell herausgebildet und da würde ich dann sagen, der hat dann mit Naturwissenschaft nichts zu tun. Eine kulturelle Würden Sie denn sagen, Errungenschaft. Geist sitzt im Gehirn, der Geist sitzt im Gehirn? Nee, wenn das ein kulturelles Produkt ist, dann sitzt das nicht im Gehirn, sondern in den Vorstellungswelten der Menschen eines bestimmten Kulturkreises. Wir in Deutschland können uns unter Geist was vorstellen. Diejenigen, die da irgendwo auf der Welt woanders groß geworden sind, würden wahrscheinlich mit dem, was wir da meinen, nicht viel anfangen können. Und dessen ungeachtet bin ich aber der Meinung, dass das trotzdem einen großen Wert hat, uns genauer anzuschauen, warum wir so einen Begriff wie Geist hier in unserem Kulturkreis herausgebildet haben. Und dass es auch interessant sein kann, sich mit Menschen aus den Philippinen oder wo immer die herkommen, auszutauschen, um herauszufinden, wie die das bezeichnen, was wir mit Geist meinen und wo die unter Umständen Begrifflichkeiten haben für etwas, wofür wir wieder keine mehr haben. Sonst kommt es ja sehr schnell zu katastrophalen Missverständnissen, wie man das ja auch allenthalben beobachten kann. Ja, genau, wenn die Dinge anders definiert werden von verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder sogar von verschiedenen Menschen. Ja, und immer die jeweilige Gruppe davon ausgeht, dass sie die Deutungshoheit hat und dass Ja. sie die Einzigen sind, die genau wissen, was der Geist sein soll. Dann geht's nicht. Und spricht man denn in der Hirnforschung von der Seele? Gibt es diese? Ja, die sind nicht ehrlich. Also die reden ja von Psychotherapie. Und Psyche ist nichts Psyche. weiter als das griechische Wort für Seele. Also das ist also Seelentherapie, aber das würden die niemals zulassen, dass man das als Seele bezeichnet. Die wissen auch nicht, was Seele ist, glaube ich. Und vielleicht ist es auch wieder wie mit dem Geist. Das sind kulturell geformte Begriffe, für die wir in der Vorstellung haben. Möglicherweise sind die sehr, sehr alt. Also Ja. möglicherweise haben Menschen auch in verschiedenen Kulturkreisen immer so etwas empfunden, wofür wir dann später das Wort Seele gefunden haben. Dass es in uns etwas gibt, was uns trägt, was auch uns in unserer Körperlichkeit überdauert. Schwierig, aber auch wieder ein ganz wichtiger Begriff, der ja nicht ohne Grund entstanden ist als Kulturleistung. Und vielleicht ist das auch die richtige Stelle, um mal deutlich zu machen, dass fast alles, was wir Menschen sind, Kulturleistungen sind und dass das wenig mit unserem Hirn zu tun hat. Das Hirn ist ein Instrument, mit dem man Kulturleistungen hervorbringt, aber das Hirn hat die Sprache nicht hervorgebracht, sondern das waren Menschen, die ihr Hirn benutzt haben. Und glücklicherweise gab es da oben Vernetzungen, die man so benutzen konnte, dass da Worte gebildet werden konnten. Und es war ein Kehlkopf da, mit dem das ging. Und dann haben sie gemerkt, dass das auch immer besser funktioniert. Und dann haben sie auch das als einen Wert verstanden, den sie sich immer weiter verfeinert haben. Und so entsteht dann plötzlich Kultur. Und noch schöner wird es deutlich, wenn man sich nochmal die frühen Formen des Zusammenseins anschaut, die Primaten alle so miteinander gefunden haben. Das sind ja keine staatenbildenden Insekten oder schwarmbildenden Schmetterlinge oder was auch immer. Und womit wir immer so begleitet, verglichen werden oder Büffelherden, die einen Anführer brauchen. Nee, Primatengesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass die eine ganz besondere Art von Gemeinschaft bilden und die heißt individualisierte Gemeinschaft. Individualisierte Gemeinschaft heißt, wenn einer was findet,
Also jeder kann was finden, aber wenn einer was findet, was die anderen gut gebrauchen können, breitet sich das horizontal in der ganzen Gemeinschaft aus und wird vertikal an die Nachkommen weitergegeben. Schönes Beispiel ist so eine Affenhorde, die man irgendwo mal ausgesetzt hat und dann hat man die immer mit dreckigen Kartoffeln gefüttert auf einer Insel. Und dann ist ein Affe auf die Idee gekommen, diese dreckigen Kartoffeln im Meer zu waschen. Es wird Sie jetzt freuen, wenn ich Ihnen sage, dass das eine Affendame war. Ja, Ja, gut. und die hat die Kartoffeln gewaschen, die anderen haben zugeguckt und nach einem halben Jahr oder so hat kein einziger Affe jemals wieder eine dreckige Kartoffel gegessen. Das ist Das eine heißt, sie Kulturleistung. teilen Wissen. Kartoffelwaschen ist eine Kulturleistung, die ist nicht durchs Hirn hervorgebracht worden, sondern die ist als Option, als Möglichkeit in uns angelegt. Aber es muss einer finden. Aber wenn es einer findet, und dann kommt die Dynamik in unsere menschliche Entwicklung, wenn es einer findet, spricht sich's irrsinnig schnell rum und dann machen es alle so. Und dann wird ständig was Neues erfunden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaften bilden, in denen alle Menschen das Gefühl haben, dass es auf jeden ankommt. Und das haben wir ein bisschen sträflich verletzt in den letzten 10.000 Jahren. Ja, also wir haben ja jetzt auch einige Menschen, die von bestimmten Klientels als überflüssig bezeichnet werden. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Mensch überflüssig ist in einer Gesellschaft. Das ist ja interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil Evolution wird uns ja in der Schule auch beigebracht als Konkurrenzverhalten, also dass ich sozusagen überlebe, indem ich eine Entdeckung mache und die mich voranbringt und dass ich dann die besseren Überlebenschancen habe, um mich durchzusetzen gegen die anderen. Und hier haben wir ja ein Verhalten, das sozusagen gemeinschaftlich organisiert ist, damit die Gemeinschaft gemeinsam weiterleben kann, überleben kann. Das ist ja eine andere evolutionäre Sicht, oder? Ja, aber das eigentlich Interessante ist nicht, dass die in der Schule immer noch diesen Kampf ums Dasein, Darwinismus lehren, sondern dass wir das immer noch zulassen, dass so ein Blödsinn verbreitet wird. Ja. Ich bin ja Biologe Ja. und mit Hilfe des darwinistischen Ansatzes kann man sehr gut erklären, wie aus bestimmten Anlagen, die schon da sind, irgendwas Hochspezialisiertes wird. Schönes Beispiel dafür ist die fünfstrahlige Hand, die fünfstrahlige Vorderextremität der Wirbeltiere oder der Säugetiere. Und diese fünfstrahlige Vorderextremität, die kann dann unter bestimmten Bedingungen, wenn das entsprechende Voraussetzungen hat, daraus kann dann eine Maulwurfsschaufel werden oder ein Fledermausflügel oder eine Delfinflosse. Und dann merken wir plötzlich, wow, das ist ein ganzes Spektrum. Und diesen Prozess der Spezialisierung, den treibt der Wettbewerb. Das ist aber keine Evolution, das ist Spezialisierung. Das ist Herausbildung von Formen, von spezialisierten Formen. Das ist so wie in unserer Gesellschaft Fachidioten und Leistungssportler. Die kriegt man durch Wettbewerb. Wenn Sie aber genauer hinschauen, dann ist die entscheidende Frage in der Evolution nicht, was aus dieser fünfstrahligen Vorderextremitätanlage wird, sondern wer hat denn die hervorgebracht? So, die ist ja nicht durch Ja. Wettbewerb entstanden. Und das kann ich Ihnen, das wird Sie sehr freuen. Das ist spielerisches Ausprobieren unter Bedingungen in der frühen Embryonalzeit, wo sozusagen ausprobiert werden kann, wie sozusagen zelluläre Arrangements gestaltet werden können, dass daraus ganz viel werden kann. So, wenn da Druck drauf liegt auf diesem frühen Ausprobier, auf diesem spielerischen Ausprobieren, wie es zusammenwirken könnte, wenn da Druck drauf liegt, geht's nicht. Dann kriegen Sie so eine Art Notreife, wo die Strukturen schnell gebildet werden, aber die haben niemals diese Komplexität, die sie erreichen könnten, wenn sie den Druck rausnehmen würden. Deshalb ist Wettbewerb eigentlich etwas, wo man ja vorübergehend eine bestimmte Leistung herausdrücken kann, wie aus einer Zahnpastatube, aber dann ist die Tube eben auch leer.
Und irgendwann ist genug ausgepresst und dann geht es nicht mehr weiter und deshalb ist das eine Sackgasse. Eigentlich ist der Wettbewerb eine Sackgasse der Innovation. Sieht man ja auch, manche Spezialisten sind ja auch deshalb ausgestorben, weil sie sich in völlige Sackgassen verrannt haben. Na, wenn die Geweihe so groß werden, dass man damit nicht mehr durch den Wald kann, dann war das schlecht, dann hat man sich verirrt. Dann dauerte es nicht mehr so lange, dass man gar nicht mehr durchkam, ja. Ja, es ist aber interessant, diesen Gedanken nachzugehen, weil es kann ja sein, dass wir auch bestimmte Leistungen, die wir so haben und Fähigkeiten, die wir besitzen, dass wir die so hypertroph ausbilden, dass die immer blöd, also immer größer ausgebildet werden, bis dahin, dass wir damit nicht mehr lebensfähig sind. Ich sage Ihnen jetzt, was ich da meine, damit wir hier ein bisschen richtig auch was Provozierendes von uns geben. Wir leiden an einer kognitiven Hypertrophie in dieser westlichen Gesellschaft. Könnten Kognitive Sie das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausführen? Ja. Ja, das heißt, dass wir seit, im Grunde genommen hat es mit der Aufklärung angefangen, aber es ist in den letzten 100 Jahren und in den letzten 50 Jahren immer schlimmer geworden. Es muss alles kognitiv bewertet werden. Wir glauben, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen das Wichtigste sind und dass wir uns in diesen kognitiven Fähigkeiten von den Tieren unterscheiden und dass wir deshalb diese kognitiven Fähigkeiten benutzen müssen und fördern müssen und herausbilden müssen. Und so sind dann unsere Schulen geworden, inzwischen sogar die Kindergärten. Ja. Und alle Eltern haben das im Kopf, dass die kognitiven Fähigkeiten des Kindes da möglichst gut herausgebildet werden können. Und dabei wissen wir aber alle, dass die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen nur eine, nennen wir es mal, ein Werkzeug sind, was der benutzen kann. Und dass beispielsweise ein Mafia-Boss oder ein Kriegswaffenhersteller oder ein Investmentbanker und wie sie alles so heißen, ja, die brauchen ja alle unglaublich gute kognitive Fähigkeiten. Das heißt, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen sind per se erstmal nicht etwas, was uns wirklich menschlicher macht. Und deshalb müssten wir mal irgendwie langsam die Kurve kriegen und sehen, dass wir mal das herausbilden, was einen Menschen dazu bringt, obwohl er diese kognitiven Fähigkeiten hat, kein Kriegstreiber und Mafiaboss und Drogenhändler zu werden. Das wäre eine interessante Frage und da bin ich ganz nah bei der Schauspielkunst und vielleicht überhaupt bei der Kunst. Weil genau, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich würde gerne mal auf die kognitiven Fähigkeiten zurückkommen. Ich habe kürzlich gelesen, dass 95% unserer Alltagshandlungen, unseres Verhaltens letztlich Aufnahme-Wiedergabe-Routinen sind und nur 5% in unserem Gehirn frei wären für die Fähigkeit, kreativ zu sein, neue Dinge zu erfahren oder für Inspiration zu benutzen. Ist das wahr? Ist das richtig? Ja, aber da merken Sie, das kann schon sein, aber schon wenn jemand mit solchen Zahlen ankommt, würde ich sagen, bitte mal etwas genauer. Vorsicht erstmal. Natürlich ist im Körper alles, was irgendwie automatisierbar ist und auch das, was im Hirn irgendwie automatisierbar ist, das wird auch automatisiert, weil das Energie spart. Mhm. Schauen Sie, wenn ich jetzt so eine Tasse nehme hier, ich führe die jetzt mal so zum Mund. Ja. Das ist hochkomplex. Da muss ich ja ein paar tausend Muskeln bewegen. Die müssen von da oben angesteuert werden. Das sind lauter Netzwerke aktiv. Und als ich noch ein kleiner Junge war von 2 Jahren, da ging das nicht. Da hat das Hirn lernen müssen, diesen komplizierten Handlungsgang einzuüben. Und dabei ist ein Muster entstanden. Nennen wir es mal das Tasse zum Mund für Muster. Ja. Und wenn ich jetzt hier sitze als Erwachsener, dann habe ich das als automatisierten Bewegungsablauf in meinem Hirn als Muster gespeichert. Und jetzt muss ich nicht jeden einzelnen Muskel kontrollieren, dass ich die Tasse hier zum Mund kriege, sondern ich entfasse den Entschluss, ich trinke mal wieder einen Schluck und dann rufe ich das Muster auf und das Muster macht es dann für mich. Völlig energiesparend. Und deshalb ist eigentlich alles, was automatisierbar ist, wird sozusagen automatisiert. Manchmal ein bisschen zu viel. Manchmal wird also zum Beispiel im Hirn so viel automatisiert, dass man, ist mir auch schon so gegangen, wenn man umgezogen ist, fährt man mit dem Auto trotzdem wieder dorthin, wo man vorher gewohnt hat, eine Woche lang.
Das ist auch Weil das Muster sich noch nicht Automatismus. geändert Das hat. Muster hat sich gebildet, man denkt an sonst was, auf einmal steht man vor dem alten Haus und sagt, Gottes Willen, bist du blöd. So, deshalb kann ich mit solchen Messungen und Berechnungen oder Aussagen nichts anfangen. Tatsache ist aber, dass das Denken und die Kreativität eine Luxusleistung ist, die sich das Gehirn nur leisten kann, wenn es genügend Energie frei hat. Das sind energieaufwendige Sachen. Und das Grundprinzip in der Natur überall heißt Energie sparen. Also ein Ameisenhaufen wird so gebaut, dass das energiesparend ist. Und die Pinguine, wenn die da in der Antarktis da zusammenstehen, stellen sich so hin, dass das möglichst viel Energie spart. Und Menschen versuchen, ihr Leben so zu gestalten, dass es möglichst nicht so anstrengend ist. Also soll dann auch Energie sparen. Deshalb haben wir auch einen inneren Schweinehund, der uns da immer wieder aufs Sofa setzt. Das ist der Energiesparmodus des Hirns, in dem wir alle unterwegs sind. Und Energiesparen heißt eben, dass dann es schon einen guten Grund geben muss oder dass ich in einem sehr glücklichen Zustand sein muss, wo Energie im Überfluss vorhanden ist, damit ich anfangen kann, etwas Kreatives zu denken. Das ist nicht der Alltagsmodus, in dem die meisten Leute unterwegs sind. Die sind bis hier oben im funktionalen Abarbeitungsmodus. Da wird nichts gedacht, da wird keine Kreativität hervorgeholt, da wird ständig auf alte Muster zurückgegriffen. Genau, Deshalb tut sich das ja ist ja auch auch nichts. der interessante Aspekt. Er lernt ja nicht nur das Kaffee trinken, sondern er lernt ja auch, wie soll man sein? Ja, wir werden ja geboren mit unseren Anlagen und Fähigkeiten und dann kommen unsere Eltern oder die Schule oder die Gesellschaft und prägt Normen und Muster in uns herein, wie wir sein sollen. Zumindest bei den meisten von uns, nehme ich an, ist es so geschehen. Das heißt, wir haben ja auch nicht nur Muster, die wir unbewusst abspielen, wie Kaffee trinken oder den Fernseher einschalten, sondern auch Denkmuster. Wie soll ich sein? Wie ist es am besten für mich in dieser Gesellschaft zu agieren? Diese Dinge laufen doch sehr wahrscheinlich dann auch unbewusst ab, ohne dass ich Da mir dessen gehen, bewusst ja, bin es ist darüber. da steckt vieles so auch sprachlich drin, wo ich sagen würde, halt, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen, Ja. weil in unserer Gesellschaft wir so eine weit verbreitete Vorstellung haben, dass wir geprägt werden durch Ja. die, und wir werden erzogen und gebildet und alles sowas, immer von außen. Wenn ich mir das nochmal angucke, dieses einfache Beispiel mit dem Kaffee trinken, und mit dem Mund zum Mund, mit der Hand zum Mund führen, das ist etwas, das habe ich selber gelernt. Das hat mir keiner beigebracht, sondern ich habe das geübt. Ich bin der Konstrukteur meines eigenen Lernprozesses gewesen. So, und wenn ich in die Gesellschaft hineinwachse, dann merke ich, wie die anderen sich wünschen, dass ich sein solle. Das hat man als Kind schon sehr schnell mitgekriegt, wenn man bei Mama und Papa groß wird und gelernt hat, an deren Blick zu erkennen, ob das, was man da tut, das Richtige ist. Also ob es von ihnen befürwortet wird oder abgelehnt wird. Und das bedeutet dann auch immer, dass das Kind erkennt, ob es mit dieser Handlung dazugehören darf oder ob es ausgegrenzt wird aus der Gemeinschaft. Und da die Verbundenheit mit der Gemeinschaft, also in diesem Falle mit Eltern oder später dann auch mit Peers oder mit Klassenkameraden oder mit Arbeitskollegen und Nachbarn, da dieses Bedürfnis der Verbundenheit ein, nennen wir es mal, Grundbedürfnis des Menschen ist, sind wir auch alle bereit, alles dafür zu tun, um diese Verbundenheit sicherzustellen. So, und deshalb sind wir es, die uns selbst zwingen, das alles zu erlernen, was wir brauchen, damit wir Mama und Papa gefallen. Ja. Oder dass wir dann in der Schule alles erlernen, was wir brauchen, um dort gute Zensuren zu bekommen und die Anerkennung unserer Klassenkameraden und was weiß ich was zu finden. Und in diesem Prozess müssen wir dann aber oftmals unsere authentischen, lebendigen Bedürfnisse unterdrücken.
Ich kann ja nur den ganzen Tag in der Schule stillsitzen, wenn es mir hinreichend gut gelungen ist. Und das ist eine schwierige Leistung, die jedes Kind da vollbringt, wenn es dem Kind hinreichend gut gelungen ist, sein Bewegungsbedürfnis so lange zu unterdrücken, bis es weg ist. Das ist oftmals bei vielen Kindern so sehr weg, dass es auch draußen, wenn sie dann wieder laufen könnten, gar nicht mehr wiederkommt. Ja. So, und das geht aber auch mit dem Bedürfnis, etwas zu gestalten. Wenn sie dauernd gesagt kriegen, was sie tun und zu lassen haben, dann tut das weh, weil sie haben ja ein Grundbedürfnis, sich selbst auszudrücken, Entdeckerfreude, Gestaltungslust, so. Und wenn das nicht geht, dann müssen sie eigentlich, damit sie das machen können, was der Lehrer oder was Mama und Papa dann sagen, dann müssen sie ihren eigenes Bedürfnis unterdrücken. Und das machen die Kinder dann auch tatsächlich so lange und da wachsen hemmende Verschaltungen über diese Bereiche, wo dieses Bedürfnis kommt, bis es Okay, weg ist. Bis dass es sie es weg ist. gar nicht Das mehr ist dann spüren können. zugewachsen, würde ich sagen, Ja. oder eingewickelt im Hirn. Und dann können die dann den ganzen Tag das machen, was andere ihnen sagen. Hausaufgaben, Arbeitsblätter ausfüllen und keine Ahnung. Da ist nichts mehr da, was sich in denen rührt und was dagegen aufbegehrt. Und sie finden das richtig. Weil es war ja eine Lösung. Es hat ihnen ja geholfen, ein Problem zu lösen. Und von solchen selbstgefundenen Lösungen verabschiedet sich niemand gern. Weil da könnte es sein, dass man wieder zurückfällt in die alten Probleme. Und das ist der Grund dafür, weshalb die Menschen an diesen einmal selbst gefundenen und sich selbst ins Hirn gebauten Problemlösungsstrategien so festhängen. Aber Oftmals was? das ganze Leben lang. Das ist, also da hat man als Kind gemerkt, dass die Mama einen immer ganz besonders lieb hatte, wenn man sein Zimmer schön aufgeräumt hat. Und dann ist man einer geworden, der überall aufräumt. Also der immer Ordnung haben muss. Und wenn da einer kommt und so die Zahnpastatube nicht zuschraubt oder irgend sowas, dann kriegt man da schon gleich das Gefühl, jetzt geht's ans Leben. Weil man ist mit dieser Vorstellung, dass das alles so zu laufen hat, die man sich selbst ins Hirn gebaut hat, so verwachsen, dass die fast so ist wie ein eigenes Körperteil. Wenn da einer kommt und sagt, hey, du kannst auch meine Zahnpastatube nicht zuschrauben, dann empfindet er das. Und dann sagt man noch vielleicht, du bist ein bisschen zwanghaft und dieser Ordnungsfimmel geht mir auf den Senkel. Dann empfindet er das, als ob man ihn als Ganzes ablehnt oder als ob man ihm einen Arm oder ein Bein amputiert. Und deshalb wehren sich die Leute so sehr dagegen. Und das Aber macht die was, Sache schwierig. was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn die meisten Menschen ihre Persönlichkeit auf einem falschen Ich oder einem Ich-Konstrukt, wie sie das ja nennen, aufbauen und danach auch handeln und agieren? Das bedeutet für unsere Gesellschaft, dass die gegenwärtige gesellschaftliche Struktur, die wir haben, und es gab andere Zeiten, da waren das andere. Also zu Kaiserzeiten brauchte man bestimmte Leute mit einem bestimmten Mindset und bestimmten Vorstellungen. Und im Kommunismus oder im Sozialismus, wie immer das hieß, in der DDR wollten sie auch solche Leute haben, sind ja auch viele rausgekommen. Und hier bei uns, ja, wir brauchen auch sozusagen genügend Menschen, die unser Wirtschaftswachstum stabilisieren und die als Konsumkunden zur Verfügung stehen. Das heißt, so wie es ist, ist es genau richtig, um dieses gegenwärtige gesellschaftliche System zu erhalten. Ob es gut ist für die Zukunft, steht auf einem anderen Blatt. Und im Augenblick sind ja auch die gesellschaftlichen Probleme dieses westlichen Systems so offenkundig, dass man sich fragen kann, ob das jetzt Zeichen dafür sind, dass wir anfangen zu begreifen, dass die Art, wie wir wirtschaften, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen, möglicherweise doch nicht so optimal ist. Das ist fragwürdig. Wenn jetzt die Menschen diese lösungsorientierten Muster in ihren Gehirnen haben, ich gehe mal davon aus, dass das fast alle Menschen haben, wie kann man überhaupt bemerken, dass man so weit entfernt ist von seinem eigenen Denken und dass man vor allem nach Mustern, die in der Kindheit eingeprägt wurden, reagiert und agiert? Das merken Sie nur in der Konfrontation mit dem anderen. Es muss Ihnen was entgegenkommen, was fremd ist. Und dann können Sie sich fragen, wer jetzt der Blödere ist von Ihnen. Ja, und manchmal kommt man Ja. drauf, dass das also, wie die Menschen in den Mittelmeerländern so unterwegs sind, dass das eigentlich auch eine nette Art ist. Ja, nachmittags machen die eine Siesta. Jetzt wird es hier bei uns ja auch immer wärmer. Vielleicht müssten wir auch bei uns hier sowas einführen.
Und auf einmal kann man dann so alte Vorstellungen, wie alles zu sein hat und wie es ablaufen muss, loslassen. In der Konfrontation und im Austausch mit dem Fremden. Davor haben aber viele Leute Angst, weil es natürlich, wie ich das eben schon gesagt habe, die eigenen Muster in Frage stellt, die eigenen Denkmuster und die eigenen Vorstellungen und die Überzeugungen. Und das bedeutet ja im Hirn Irritation. Und da geht es im Hirn drunter und drüber und da wird ein Haufen Energie verbraucht und das gefällt dem Hirn nicht. Und damit fühlt sich auch keiner so richtig wohl und deshalb versuchen wir dann immer wieder in das alte Muster zurückzukommen. Es ist leichter und schneller zu lösen, das Problem mit diesem vermehrten Energieverbrauch, indem man zum Alten zurückkehrt. Sich dem Neuen zuzuwenden, dazu bedarf es dann schon einer Vorstellung, dass, wenn man das Neue macht, es dann am Ende doch Energie spart. Also das heißt, das ist diese Fähigkeit mancher Menschen, die nicht den Spatz in der Hand zu nehmen, sondern auf die Taube auf dem Dach zu warten. Sehr schön. Ja, das heißt, da braucht man so irgendein Ziel oder einen Sinn oder auch ein Anliegen im Leben, was einem wichtiger ist als das, was da jetzt im Augenblick im Tagesgeschäft da alles so ablaufen kann. Und dann richtet man sich durch die Fokussierung auf dieses harmoniestiftende, energiesparende, kohärente Ziel, also als Versprechung, dann hält man die Unbillen der täglichen Probleme mit diesem ganzen Durcheinander und den vielen energieverbrauchenden, kleinen, vorübergehenden Prozessen auch aus. Wenn man weiß, dass das, was dann kommt, wenn man es anders macht, schöner ist. Ja, also wir haben gerade auch darüber geredet, dass man den Mut haben soll oder muss, um sich zu verändern, neue Muster zu entwickeln, also seinen eigenen Verstand einzuschalten. Wenn man Mut braucht, bedeutet das ja auch, dass man Angst hat, Angst, Dinge zu verlieren. Diese Angst, wie äußert sich die im Gehirn? Wird da der Korridor der Wahrnehmung eingeengt oder wie muss man sich das vorstellen? Was passiert denn, wenn man Angst hat? Das sind zwei Fragen. Und wir machen das erstmal noch mit dem Mut ganz kurz. Ja, gerne. Das ist ja Kant. Habe genau. Den deines Verstandes zu benutzen. Und das ist sozusagen das, was er unter Aufklärung versteht. Nicht, dass man den Leuten erklärt, wie die Welt zusammenhängt, sondern dass so man ihnen Kraft mit auf den Weg gibt, dass sie diesen eigenen Verstand dann auch nutzen. Und unter Verstand hat er ein bisschen mehr gemeint als nur die kognitiven Fähigkeiten. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo Sie sagen, da braucht man Mut dazu, aus den alten eingefahrenen Mustern herauszugehen. Und ich sage Ihnen, nein, dazu braucht man keinen Mut, sondern dazu braucht man nur die Gewissheit, dass es für sich selbst, für einen selbst entscheidend ist. So, wenn ich etwas wirklich will, brauche ich keinen Mut, dann mache ich das einfach. Mut brauche ich nur dann, wenn ich zu etwas überredet werde, was ich nur deshalb mache, damit ich die Anerkennung anderer brauche oder bekomme. Also der Junge, der vom Zehner springt, weil da unten seine ganzen Freunde und die Freundinnen sitzen und der das nur deshalb macht, dass er deren Applaus findet, der braucht Mut. Aber der andere Junge, der da hochklettert und wissen will, wie das ist, 10 Meter durch die Luft zu fliegen, der braucht doch keinen Mut. Der springt da runter, weil er wissen will, wie das ist. Das sind zwei völlig verschiedene Gesichtspunkte. Und deshalb heißt die entscheidende Frage, was muss ein Mensch, in welche Situation muss ein Mensch kommen, damit er diesen Willen herausbildet, das, was er da bisher sich ins Hirn gebaut hat, nochmal zu hinterfragen. Also auch diese Vorstellungen nochmal anzuschauen, an denen er bisher sich festgehalten hat und die ihn möglicherweise durchs halbe Leben geführt haben. Das wäre jetzt nicht Mut, was er braucht, sondern den Willen. Und diesen Willen kann er nur aufbringen, wenn das, was als Ergebnis der Auseinandersetzung mit diesen Vorstellungen in seinen Augen attraktiver ist als das, was er bisher hat. So tief im Moor sitze, im Schlamm. Ja. Ne? Und dann kommt da einer und sagt, hab mal den Mut und geh mal ans Ufer.
Das wird nichts helfen, weil ich weiß, im Schlamm bis hierher weiß ich wenigstens, was ich habe. Bisher habe ich so überlebt, also ist es auch okay, also ist es besser, da drin zu bleiben. Wenn ich da rausklettere, kommt Wind und Wetter, es regnet, hinter dem Ufer ist möglicherweise ein Abgrund und keine Ahnung. Also bleiben die Leute alle bis hierher im, wir nennen das immer Hamsterrad, hängen und gehen Sehr nicht häufig. raus. Und dann heißt die, ja, und dann gibt es manche, die das doch schaffen. Die muss man sich dann angucken, warum gehen die raus? Und dann stellt man fest, das sind Menschen, die haben es durch irgendwelche Ereignisse in ihrem Leben fertiggebracht, wieder Verbindung zu bekommen zu diesen Anteilen, über die wir vorhin gesprochen haben, die sie selber unterdrückt und abgetrennt haben. Also zu ihrer Entdeckerfreude, zu ihrer Gestalt. Plötzlich ist das einen Moment lang wieder da gewesen. Und für manche Menschen ist dieses Gefühl als so, als ob sie wieder lebendig werden, als ob sie aus einer Trance erwachen. Und das ist für sie so attraktiv, dieses neue Lebensgefühl, was da in der Situation entsteht, dass eben nicht sehr viele, aber manche sich einfach nur entscheiden, ohne Mut. Nee, sondern die entscheiden sich, Schluss damit, das alte Leben mache ich nicht mehr, ich mache es jetzt anders. Das ist dann diese berühmte Situation, die man häufig in der Zeitung liest. Erst war er noch erfolgreicher Unternehmer und jetzt hat er Bienen gezüchtet. Und ist Bienenzüchter geworden. Die Familie will nichts mehr von ihm wissen, die Freunde auch nicht. Die vielen Autos hat er alle verkauft, seine Immobilien auch. Er sitzt jetzt auf irgendeiner Almwiese und züchtet Bienen. Das ist, da ahnt man, was dann passiert, wenn man dies fertig bringt, sich von seinen alten Vorstellungen zu verabschieden. Das stellt das ganze Leben in Frage. Das ist eine, das ganze durchziehende Verwandlung, die da stattfindet. Keine Veränderung. Veränderungen sind lächerlich. Eigentlich reden wir uns ständig ein, dass es auf Veränderungen ankommt, aber in Wirklichkeit kann man gar nicht irgendwas an sich verändern, ohne dass das Ganze mitgezogen wird. Also wenn man sich wirklich verändert, würde man sich immer als Ganzes verwandeln. Und manche schaffen das eben zum Beispiel durch eine schwere Lebenskrise, die Eine sie da wieder Krankheit. mit sich selbst in Kontakt bringt. Manche schaffen es, das ist dann ihr Metier, dass sie im Theater sitzen oder sich einen Film anschauen und plötzlich haut es sie auf die Knie. Sie kriegen also diese wunderbaren Gefühle da im Rücken und im Bauch. Die Tränen fließen und sie beschließen, dass sie da jetzt Schluss machen wollen mit dem Leben, was sie da bisher so geführt haben. Und manche können diesen dritten Weg gehen, den ich im Augenblick sehr versuche, unters Volk zu bringen. Wir haben so eine Initiative, die heißt Liebevoll Jetzt, findet man auch im Internet. Und es ist nichts weiter als die Ermutigung, versuchen Sie doch mal ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das verbindet die Menschen, wenn die das versuchen. Und das ist ja kein Anschluss, kann man beim Essen machen oder beim Fernsehen gucken oder im Internet surfen, kann man sich fragen, brauche ich das jetzt? Tut mir das gut? Und dann wird man manches einfach abstellen und nicht machen. Und dann hat man plötzlich Zeit und auf einmal wird man wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Das erleben die Leute auch so. Sie sind jetzt nicht, sie gehen jetzt nicht, weil sie es immer so gewohnt waren, mit den Geschäftsfreunden zum Abendessen, obwohl sie wissen, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen können mit diesem vollen Bauch, sondern sie sagen, ach, wir können noch einen Kaffee nachmittags zusammen trinken und dann ist Feierabend für heute. Schluss. Alles andere dann morgen. So, und dann haben sie das Gefühl, sie haben wirklich was für sich getan, sie sind bei sich geblieben, sind wieder Gestalter ihres eigenen Lebens. Haben damit ihr Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sozusagen auch wieder gestillt. Sie werden sich in der nächsten Situation dann fragen, was brauche ich denn noch? Also was tut mir denn noch gut? Damit kriegen sie wieder Verbindung zu sich selbst. Und damit ist auch das zweite Grundbedürfnis nach Verbundenheit gestillt und dann sind sie keine Bedürftigen mehr. Und die Bedürftigen wollen, die erkennt man daran, dass die immer von anderen was haben wollen. Das, bis dorthin, wo es dann heißt, I can't live any longer without you. Furchtbar, furchtbar. Und einen, der sozusagen bei sich angekommen ist und der liebevoll mit sich selbst umgeht, das ist ja kein Bedürftiger mehr. Der muss auch nichts von anderen kriegen, sondern der kann was verschenken. Und daran erkennt man die.
sind Menschen, die einfach was verschenken können. Ob sie da was dafür kriegen oder nicht, die können Liebe verschenken, die können ihr Hab und Gut verschenken, die können ihre Zuwendung verschenken, ihre Aufmerksamkeit verschenken. Und die müssen sich dafür nicht anstrengen und die müssen auch keinen Mut haben, um das zu machen, sondern es kommt aus dem heraus. Und das finde ich sehr bezaubernd und das halte ich für die Zukunft unserer Spezies, dass immer mehr Menschen diesen Weg finden. Und das kann man, das merkt man jetzt schon, von oben aus der Politik heraus nicht erwarten. Das man ist kann, glaube ich, eh nur sich selber verwandeln aus seinem eigenen Inneren heraus, aus seiner eigenen inneren Motivation heraus. Ich habe mal eine interessante Erfahrung gemacht. Eine Woche habe ich ohne Lesen verbracht, ohne SMS, ohne Handy, ohne auf irgendein Straßenschild zu gucken. Und nach 2 Tagen setzte etwas Verrücktes ein. Ich habe das erste Mal gedacht, seit langem, dass ich die ganze Zeit nur aus mir heraus denke. Also alle Gedanken, die ich habe, kommen tatsächlich deswegen, weil ich meine Umwelt wahrnehme, so wie ich sie eben wahrnehme und nicht wie mir viele Bücher oder Zeitungsartikel oder sonst was suggerieren, dass die Welt ist. Und es war eine so, ja, bewegende Erfahrung, dass ich das jetzt unbedingt wiederholen möchte, weil es so inspirierende Momente in mir hervorgebracht hat, dass, ja, dass ich dort Projekte entwickelt habe, von denen ich dann die nächsten 5 Jahre im Grunde gezehrt habe. Das war Wahnsinn. Ja, da gibt es viele Beispiele, die ähnlich sind. Und hier müssen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal deutlich machen, dass es nicht dieses Nicht-Lesen ist. Ja, okay. Sondern es ist ihr Wille, den sie umsetzen. Und der gibt ihnen die Kraft, dass sie merken, ich kann es umsetzen. Ich bin davon nicht abhängig. Ich brauche das nicht. Ich mache mich frei von diesem offenbar fast zu einem Zwang gewordenen Geschehen, dass ich überall alles zu lesen versuche. Und es ist nicht das Nicht-Lesen, es ist das Bekenntnis, sich selbst der eigene Herr im eigenen Haus zu sein. Okay. Für sich selbst. Und das gibt ihnen diese Kraft. Und das kann man durch alles Mögliche erreichen. Da denken die Leute immer, das liegt an dem Unterlassen dieser Handlung. Also Detox beispielsweise mit den digitalen Geräten. Ja. Nee, das ist nicht das Unterlassen dieser Handlung, sondern es ist dieser Entschluss. Ich will das jetzt einfach mal. Und diejenigen, die das nicht wollen, die das sozusagen nur gezwungenermaßen oder unter Druck oder so mal ausprobieren, bei denen klappt es nicht. Das ist ja interessant. Eine ganze Woche ohne Handy leben und es passiert trotzdem nichts, weil sie haben es nicht wirklich gewollt und sie lechzen nur, dass sie dann am Ende der Woche wieder endlich weitermachen können. Okay, und ich habe nämlich gedacht, das liegt daran, dass überhaupt keine Fremdeinflüsse mehr in mein Gehirn reinkommen von außen. Aber gut, dann wäre das so ähnlich wie der Wille zum Fasten. Ja, was sie gemacht haben mit dieser eigenen Entscheidung ist, sie haben sich entschieden, nicht mehr auf solche Fremdeinflüsse, sich nicht mehr von führen zu lassen. Und das waren ja im Wesentlichen kognitive Fremdeinflüsse, die sie im Wesen von allen möglichen Sachen dann in sich reingelassen haben. Und die Entscheidung hieß, ich will das nicht. Ja. Und das führt dazu, dass sie plötzlich wieder Herr im eigenen Hause sind. Jetzt können sie denken, was sie wollen. Und das spüren ja, glaube ich, viele Menschen. Zum Beispiel, ich gucke zu viel Fernsehen oder ich esse zu viel ungesundes Zeug oder ich trinke zu viel. Und dann kommt ja wieder dieser Moment, den Sie vorhin schon angesprochen haben, des inneren Schweinehunds, der uns dann sagt, oh ja, aber nicht heute, mach ich dann vielleicht nächste Woche mal. Ja, und das würde dann nicht mehr so passieren, wenn man ein Bild von sich selbst hätte, eine Vorstellung von sich selbst hätte, was für ein Mensch man sein möchte. Jetzt kommen wir wirklich in die ernsten Gewässer. Ja. Wenn ich ein Bild von mir habe, dass ich ein friedfertiger Mensch sein will, kann ich manche Sachen einfach nicht machen. Wenn ich ein Bild von mir habe, dass ich ein liebevoller Mann sein möchte, kann ich manche Sachen einfach nicht mehr machen. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, in der diese Art von Selbstfindung oder Selbstbestimmung oder Sinngebung des eigenen Daseins
tabuisiert wird. Also fast würde ich sagen, tabuisiert wird. Das ist nicht schick. Das bringt nichts. Das hindert einen nur an vielem. Und deshalb wird das auch nicht weiter behandelt. Und das ist eigentlich die größte Sünde, die wir begehen, die uns auch in den Abgrund reißen wird, wenn wir das nicht bald mal schaffen. Weil wir brauchen als Menschen irgendetwas, an dem wir uns ausrichten. Und wo wir hinwollen. Und das kann doch nicht Wirtschaftswachstum heißen oder Verteidigung der Demokratie oder wie auch immer man das nennt. Da gibt es noch viele Möglichkeiten. Oder am Leben bleiben und möglichst lange. Das können doch keine Inhalte sein, das können doch keine Anliegen sein, wofür man lebt. Man kann auch nicht für die Freizeitgestaltung leben. Es muss schon irgendwas in einem geben, was man sozusagen als das verfolgt, was einem eigenen Dasein einen Sinn verleiht. Und damit einhergehend ist es dann auch immer so, dass man auch eine Vorstellung davon entwickelt, was für ein Mensch man sein möchte. Also möchte ich einer sein, der seine Würde bewahrt? Oder möchte ich mich würdelos allem zur Verfügung stellen, was da auf mich zuströmt? Möchte ich ein Mensch sein, der selbstbestimmt zumindest das entscheidet, was er selber entscheiden kann? Oder möchte ich einfach wie die aufgescheuchten Hühner alles das machen, was der Oberanführer jetzt anordnet? Na, da merken Sie, wo wir sind. Wir sind ich in einer schwierigen weiß Welt. Und bemerke sehr deutlich, wo wir sind. Um zurück zur Sinnstiftung zu kommen, müsste ich ja vielleicht auch auf meine innere Intuition hören, die ja vielleicht noch die Mehrheit spürt. Ich weiß es nicht so genau, aber die Intuition ist ja auch so ein Kompass, wohin es eigentlich mich treiben sollte, wenn ich wirklich darauf hören würde. Ja, könnte man das vielleicht sagen, oder es könnte es auch ein falsches Selbst sein, die Intuition? Ja, wir haben vorhin ja schon davon gesprochen, dass wir diese kognitive Hypertrophie haben. Ja. Viele Menschen können wirklich nur noch hier oben. Ja. Werden da Kalkulationen angestellt, was jetzt richtig und was falsch ist. Und es ist aber im Leben so, dass alle wichtigen Erfahrungen, die wir durchlaufen, die sind ja immer so, dass es da einen kognitiven Anteil gibt und einen emotionalen Anteil. Also ich kann hinterher erzählen, was ich erlebt habe in dem Gespräch mit dem Chef in der Firma. Und ich kann aber zu Hause meiner Frau auch erzählen, wie es mir dabei gegangen ist. Und dieses, wie es mir dabei gegangen ist, das ist die Beschreibung meiner Körpergefühle. Das heißt, die greifende Erfahrung geht mit der Aktivierung von Netzwerken im Hirn einher, die auf einer körperlichen Ebene spürbar werden. Und die werden ja dann auch sozusagen dadurch gebahnt und auch gefestigt. So dass ich später in einer ähnlichen Situation, das muss jetzt gar nicht wieder dieser Chef sein, sondern das kann ein ganz anderer sein, dass ich später in einer Situation, wo ich einem gegenübertreffe, der nur so aussieht wie dieser Chef, kriege ich wieder dasselbe Reaktionsmuster, also Abwehr, Vorsicht und so. Ja. Und das ist gut so, weil das ist die Intuition. Und die Summe all dieser im Körper verankerten Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, führen dann dazu, dass die, wie wir das so sagen, aus dem Bauch heraus oder intuitiv Entscheidungen treffen. Und da kann man sagen, das kann ja nur richtig sein, weil normalerweise das Integral über allen Erfahrungen dann so auch noch mit dem eigenen körperlichen Selbstbezug abgespeichert, ist ja wunderbar. Also prinzipiell ja, intuitive Entscheidungen wären wahrscheinlich fast immer richtiger als kognitive. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben ganz schreckliche Erfahrungen gemacht, Traumata, traumatisierende Erfahrungen. Und die sind jetzt sozusagen so dominant in diesem ganzen Körper abgespeichert, dass die auf Intuition nicht mehr hoffen können. Also wenn die versuchen, nach der Intuition zu gehen, da kommen die Traumamuster raus. Okay. Und die Bewältigungsstrategien, die sie da gefunden haben. Und deshalb muss man immer genau gucken, was man da sagt und was man empfiehlt. Also jemand, der traumatisiert ist, dem würde ich nicht empfehlen, auf seine Intuition zu hören, weil die so stark eingefärbt ist und so dominant bestimmt ist durch diese traumatische Erfahrung. Und jetzt kann man fragen, wer von uns ist denn eigentlich nicht traumatisiert? Genau. Andere Weise. Und dann merkt man, ja, Intuition ist gut, aber bitte genau hinschauen, was da gesagt wird, wenn man auf das hört, was der Körper
oder der Bauch da in der Situation zum Ausdruck bringt. Ist dieser Mann, der mir da gegenüber sitzt, tatsächlich verdächtig, dass er mich vergewaltigen wird, nur weil ich mal von einem so angefasst worden bin, so ähnlich aussah? Oder ist gar jedermann verdächtig, weil mich einer mal... Und dann kann man unter Umständen dahin kommen, dass man das differenziert und dass man sagt, okay, das war ein anderer, das ist jetzt nicht derselbe. Und jetzt kann ich mit dem hier ein Gespräch führen und kann gucken und wieder neu entscheiden, ob ich diesem Mann vertrauen will. Hat was mit Freiheit zu tun. Ne? Wenn man dann daran klebt, an dem alten Gefühlsmuster, kommt man nicht in Kontakt. Also mir scheint es ja, dass Neugier ein großer Punkt ist, Neugier, neue Dinge zu erfahren oder auch sich selbst mal in Frage zu stellen, könnte sehr hilfreich sein, sein Selbstbild zu überprüfen zumindest oder überhaupt neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und ja, dann nur jemand, der sich stark genug fühlt. Also jemand, der in Angst gefangen ist und der sich hoffnungslos verwickelt hat in den Mustern und der also ständig versucht, alles so zu machen, dass es immer richtig ist, der wird mit Neugier nicht viel anfangen können. Können Sie vielleicht erklären, wieso das bei nur sehr wenigen Menschen, also gehen wir davon aus, dass wir fast alle bestimmte Traumata erlebt haben in unserer Kindheit. Das hat ja auch Herr Dr. Marz gesagt, dass fast alle von uns mal eine Psychotherapie bräuchten, weil sie sich aus ihren Kindheitsmustern noch nicht befreien konnten. Aber wenn das fast alle in unserer Gesellschaft betrifft, wie kommt es dann, dass ein kleiner Teil es doch schafft, zumindest so weit, dass er neugierig bleibt und auch in der Lage ist, sich selbst in Frage zu stellen, in einigen Aspekten zumindest? Und bei anderen ist das nicht möglich, obwohl sie zum Beispiel Geschwister sind und gleichen genetischen Anlagen haben. Wieso ist das bei dem einen so, bei dem anderen nicht so? Ja, wir haben ja gesagt, und das ist, glaube ich, auch das, was Hans-Joachim Marz meint, die Traumatisierung kommt daher, dass uns andere Menschen wie Objekte behandeln. Obwohl das jetzt ein bisschen hart klingt, aber dass Eltern von ihren Kindern bestimmte Vorstellungen haben, wie die werden sollen. Also, dass sie zum Objekt ihrer Vorstellung, ihrer Belehrung, ihrer Bewertung und so weiter machen. Das haben wir alle durch und deshalb sind wir auch alle traumatisiert. Aber es gibt eben elterliche oder Familien, in denen das nicht so heftig gemacht wird wie in anderen. Und es gibt Kinder, die vielleicht, weil sie die Letztgeborenen sind, diesem Druck, der da gemacht worden ist, diesem Erwartungsdruck der Eltern entkommen sind, weil die haben sie schon bei den Älteren abgearbeitet. Und deshalb erlebt jeder Mensch sozusagen während der Kindheit dieses zum Objekt gemacht werden, mehr oder weniger stark und manche können relativ lange in diesem authentischen Selbst bleiben, bevor sie so ein Konstrukt machen müssen, wie sie sich verhalten müssen, damit sie geliebt werden. Und wenn das jetzt jedem Kind gelingt, bis es 5 oder 6 ist, dann ist das was völlig anderes für den Rest des Lebens dieses Kindes, ein Fundament, als wenn das Kind schon mit 3 Jahren anfangen muss, sich so zu verhalten, dass Mama und Papa ständig glücklich sind. So, und da haben sie den, dann ist sozusagen das Fundament sehr dünn. Bei den einen, bei den anderen ist es dicker und die können dann auch leichter im Leben auf dieses dickere Fundament zurückgreifen. Die haben so ein, also die haben dann sowas ähnliches wie Pippi Langstrumpf, damit man es bildlich machen kann. Ja. Die müssen nicht geliebt werden, die haben aber viel zu verschenken und die können auch viel auf der Welt entdecken. Aber was uns da nicht erzählt wird in der Geschichte von Pippi Langstrumpf, woher sie diese Kraft hat. Und nur andeutungsweise ist es der Vater, der aber als Seemann dauernd unterwegs ist. Aber irgendjemand muss ihr ja von diesem tollen Vater erzählt haben. Und vielleicht war es die Mutter, die da gar nicht vorkommt in der Geschichte. Das ist einfach nur... Ne? Aber wenn ein Kind sozusagen die Möglichkeit hat, so sehr bei sich zu bleiben und in seinem authentischen Selbst zu bleiben und erst spät unter Bedingungen gerät, wo es so die Vorstellung anderer übernehmen muss, damit es überhaupt weiter durchkommt,
dann ist das ein dickes Fundament und ein kleines bisschen Pippi Langstrumpf, was da in der betreffenden Frau später wohnt. Okay. Also wenn jetzt jemand zuhört, meinetwegen in meinem Alter, und sich überlegt, ja, stimmt, vielleicht bin ich einfach auch so verwickelt in meinen alten Strukturen. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, zu meiner inneren Quelle zurückzufinden? Dann haben wir jetzt schon gehört, liebevoll zu sich selbst und anderen zu sein, ist ein Aspekt, der einem helfen kann. Ja, schwere Lebenskrise wollen wir nicht empfehlen. Ja, wollen wir nicht wünschen, aber es kann man ja auch aus eigenem Entschluss jetzt mal ohne Lebenskrise vielleicht selber denken, was könnte ich denn tun, um mehr Anbindung an mich selber zu bekommen? Also liebevoll miteinander umgehen ist ein Aspekt. Kreativität ist sicher auch ein Aspekt. Musizieren, singen, Gemeinschaft haben Sie auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, in der Gemeinschaft zu sein. Ja, nur liebevoll miteinander ist zunächst erstmal nicht das, worauf es ankommt, sondern liebevoll zu sich selbst. Ja. Das ist ja das Komische, dass Menschen, sobald sie anfangen, liebevoll zu sich selbst zu sein, dass die automatisch dann auch liebevoll zu anderen sind. Das können Sie draußen überall beobachten. Wenn Sie einen treffen, der liebevoll mit anderen Menschen umgeht, sei es als Lehrer oder als Eltern mit ihren Kindern oder als Lebenspartner mit ihren Partnerinnen, wenn die wirklich liebevoll mit dem anderen umgehen, dann stellt man fest, die sind auch zu sich selbst liebevoll. Und deshalb ist das Primäre, dass man erstmal zu sich selbst liebevoll ist. Und als zwangsläufiges Nebenprodukt stellt sich dann auch die Fähigkeit ein, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Das ist dann dieses, was ich vorhin als die Fähigkeit zum Schenken genannt habe. Und deshalb käme es eben wirklich zunächst auf nichts weiter an, als dass man das mal einfach ausprobiert und guckt, ob einem das gut tut. Und beim Essen, so muss man denn unbedingt jetzt da bei dem Bäcker da schon wieder irgendwie so ein buntes und süßes Teil da nehmen, oder kann man da einfach mal vorbeigehen und sagen, eigentlich muss ich auch an Orten essen, die mir nicht gut tun, mit Leuten, Zeiten, die mir nicht gut tun. Also da hat man viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich sage immer, um es so richtig auf die Spitze zu treiben, sogar wenn sie im Knast säßen. Weil die meisten sagen dann, das geht doch nicht. Ich muss doch hier um die Eltern und die Kinder und ich muss mich um dies und jenes kümmern. Und dann sage ich immer, selbst wenn sie im Knast säßen, hätten sie immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie mit dem Kopf gegen die Wand rennen wollen den ganzen Tag oder ob sie sich auf die Pritsche setzen und sich überlegen, ob es nicht doch unter diesen misslichen Umständen irgendwas gibt, was ihnen gut täte. Und dann kommen manche Leute auch im Knast auf solche Ideen. Also die Schachnovelle ist ja so ein Beispiel. Da hat einer da Schach gelernt und hat dann gegen sich selber Schach gespielt. Mhm. Ja, er war wie der Gestalter seines Lebens, selbst unter allerschwierigsten Bedingungen. Ja, oder Rosa Luxemburg in den Briefen aus dem Gefängnis, muss ich auch gerade dran denken, sie dann immer beschreibt, die Wolkenformation am Himmel oder eine kleine Blüte, die da auf dem Gefängnishof wächst, solche Dinge. Ja. Ein schöneres Leben unter diesen Umständen, auch wenn man bis zum Hals in Pflichterfüllungen steckt, als dass man da ständig meckert über das furchtbare Schicksal, was einen ereilt hat. Also ich muss erstmal lernen, wieder auf meine Wünsche und Bedürfnisse überhaupt zu hören, überhaupt mal wahrzunehmen, was ich eigentlich möchte. Wäre ja, der Punkt, ja. Es wird jetzt ja angeboten als Achtsamkeitstraining. Ja, das ist ja allenthalben überall zu sehen. Das ist vielleicht am Rande auch tatsächlich ganz hilfreich, weil man ja doch dazu, man muss ja schon versuchen, in sich hineinzuhören, ob es da irgendetwas gibt, was ruft, was also gerne mal getan werden möchte. Ja. Was so bisher nicht zu Wort gekommen ist. Und das ist, da gehört schon ein bisschen Achtsamkeit und Introspektionsvermögen dazu, dass man rauskriegt, was für Bedürfnisse man eigentlich verbuddelt hat. Und die da unten nur darauf warten, wie Dornröschen im Schloss, dass sie wachgeküsst werden. Es sind wahrscheinlich doch aber wirklich nicht von den Prinzen, sondern von ihnen selbst. Genau, also wir müssen eigentlich wieder derjenige sein, der handelt und nicht abwarten, was irgendjemand anderes sagt, ob das jetzt ein Achtsamkeitstrainer ist oder die Regierung oder ein Lehrer. Wir müssen eigentlich lernen, der Experte in unserem Leben zu sein, für uns selber. Uns selbst wach zu küssen? Ja. Hallo? Ich weiß doch eigentlich am besten, wer du bist, ja? Und was du möchtest. Vielleicht auch immer
zu gucken, dass das Wichtigste im Leben nicht darin besteht, dass man möglichst lange lebt, ja, dass man möglichst lange lebendig bleibt. Das ist ein interessanter Aspekt, finde Wenn ich. Wenn Lebendigkeit verschwindet, dann nützt auch das lange Leben nichts mehr. Und dann vegetiert man eigentlich nur noch vor sich hin. Und das ist ein interessanter Aspekt, wenn man da plötzlich eine gegenwärtige gesellschaftliche Debatte noch mal prüfen kann und auf den Prüfstand ja. legen. Worum geht es eigentlich? Um ein langes Leben, dass jeder lebt, solange er kann? Oder geht es darum, so lange wie möglich so lebendig zu sein, wie man kann? Genau. Leben so ohne lebendig zu sein macht ja auch keinen Sinn, ja? Und das. Ja, und das hat aber das ist aber interessant, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das gar nicht gedacht wird. Also wo nur wenige auf die Idee kommen, dass es viel erfüllender sein kann, wenigstens 3 Jahre im Leben mal total lebendig gewesen zu sein, auch wenn man danach stirbt. Ja, ich denke, das ist, weil alles dem Materialismus untergeordnet ist, ja, weil die andere Ebene in unserer Kultur heute verloren gegangen ist oder, sagen wir mal, nur noch als Konstrukt vorhanden ist, wo man zu Ritualen geht, aber sie nicht mehr wirklich erlebt oder involviert ist mit Leib und Seele in diesen Ritualen von Spiritualität. Ich würde sagen, es hat was damit zu tun, dass wir an dieser kognitiven Hypertrophie leiden, die ja sehr stark durch die Wissenschaft, durch objektive Wissenschaft gespeist wird. Ja. Und das, was objektive Wissenschaft über das Leben messen kann und was sie wirklich objektiv festlegen kann und beobachten, und so, das ist die Dauer. Aber die Qualität des Lebens, das ist eine ganz subjektive Einschätzung. Da gibt es ja Menschen, die würde man objektiv von außen betrachten, würde man sagen, Gottes Willen, also so ein Leben im Rollstuhl und halb gelähmt und kaum noch zu irgendwas fähig, das ist ja nicht lebenswert. Da kommen wir zu sonderbaren Einschätzungen. Und wenn man mit Menschen Kontakt hat, merkt man, die sind viel glücklicher als wir. Die fühlen sich auch lebendiger als wir. So, und das ist mit objektiven wissenschaftlichen Maßstäben einfach nicht zu erfassen, was diese Lebendigkeit eigentlich bedeutet. Und deshalb kann man sie nicht messen. Und das, was man nicht messen kann, gibt es nicht. Und dann wird auch nicht darüber diskutiert. Und das widerspricht unserer aller Erfahrung. Also was sind wir auch für eine Hühnertruppe geworden, hirnlos, die sich das alles einreden lässt. Wo nicht Widerstand entsteht und wo die Leute sagen, sag mal, ich bin da nicht blöd. Das kann doch nicht sein. Aber da sind wir ja wieder bei Kant, dass die Anleitung eines anderen gebraucht wird, um den Verstand überhaupt einzuschalten. Und dass der Mut eben darin besteht, ohne die Leitung eines anderen seinen eigenen Verstand zu bedienen. Das ist eben irgendwie abhanden gekommen in unserer Gesellschaft. Ja, aber das heißt ja nicht, und da kommt jetzt die frohe Botschaft des Hirnforschers, dass das so bleiben muss. Wir haben ein, Gott sei Dank ist das, hat sich das Denken endlich durchgesetzt, wir haben ein Gehirn, das zeitlebensumbaufähig ist. Wir nennen das zeitlebenslernfähig. Das heißt, bis zum letzten Atemzug kann sich da oben noch mal eine neue Verschaltung ausbilden. Also wenigstens ein paar Fasern auswachsen und ein paar neue Synapsen gebildet werden. Und deshalb ist prinzipiell diese Möglichkeit da, dass wir unser Leben verändern. Und wenn wir es nicht tun, dann liegt es nicht an der Unfähigkeit unseres Hirns, sondern an der eingebrannten Vorstellungen, die wir da oben uns hineingebaut haben, die uns daran hindern, uns immer wieder jeden Tag über das, was dieser Tag an Geschenken für uns bereithält, freuen können. So könnte man ja auch unterwegs sein, anstatt dass man dauernd Befürchtungen hat, was heute schon wieder alles Furchtbares passieren würde. In diesem Sinne ist das auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss. Und Herr Hüther, Sie haben ja jetzt demnächst ein Buch, das Sie veröffentlichen. Wann kommt es denn auf den Markt? Es kommt am 12. September und heißt Wir informieren uns zu Tode. Das ist ein Buch zur Zeit, wie ich finde. Und, das ist ein bisschen böse und ich fürchte, dass es nicht zu viel Lob bei denjenigen findet, die eigentlich für die Verbreitung von Informationen für Bücher zuständig sind. Also das ist schon eine ziemlich starke Auseinandersetzung mit diesen emotional aufgeladenen Botschaften, die ständig versendet werden und mit der eine ganze Bevölkerung in einem Zustand dauernder Aufmerksamkeit und Aufgeregtheit gehalten wird. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viele Leser und
eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dieses Interview heute mit mir geführt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, Frau Kanzo, und allen, die uns zugehört und zugeschaut haben. Alles Gute. Danke.